Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu unserer ja, Chaos-Kolonie. Weiß gar nicht so recht, mit welchem Thema ich anfange. Ich glaube, ich fange damit an, etwas zu zerlegen. Das kann ich eigentlich immer noch mit am besten. Und zwar, nee, machen wir es nicht so, sondern wir machen das so, dass wir den Abschnitt hier jetzt zerlegen, den brauchen wir nämlich mehr, nicht mehr. Das gleiche gilt für diesen Bereich hier. Auch das wird alles nicht mehr genutzt, weil wir an der Stelle, wo wir es jetzt machen, hier nicht mehr das CO2 rausfiltern wollen. Was dann auch bedeutet, dieser Gasfilter hier fliegt raus. Dann muss ich da die Linie dann direkt nach oben verbinden. Das hier können wir da wieder anschließen, damit wir theoretisch hier die Möglichkeit haben, CO2 wieder auffüllen zu können, auch wenn ich nicht glaube, dass wir es brauchen, aber das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Hier sind noch ein paar Reste Petroleum, oh, sogar ein bisschen mehr als ein paar Reste, okay. Auch gut zu wissen. So, kommen wir mal auf den Strom. Wir haben ja hier schon so ein paar Stellen, wo wir auch Strom gewinnen. Natürlich verbrauchen wir in diesem Raum auch viel, aber da gewinnen wir Strom. Da werden wir höchstwahrscheinlich auch noch hier zum Beispiel haben wir es ja in Vorbereitung, dass wir da noch mehr Varianten haben. Und wir haben momentan auch durchaus einen ganzen Schwung Erdgas gespeichert. Das dauert noch, bis der wieder ein bisschen aktiv wird. Dieser hier ist gerade aktiv, nur noch 5 Zyklen. Aber so insgesamt sind wir erdgastechnisch schon so aufgestellt mit den, ja, 360 Kilo pro Feld oder 369, dass wir da schon eine Zeit noch mit unseren Erdgasgeneratoren hier betreiben können. Die verbrauchen jetzt auch nicht so unfassbar viel. Zusätzlich haben wir natürlich oben noch die Solarmodule, die helfen ganz bestimmt auch. Braucht man sich auch nichts vormachen. Kohle haben wir sicherlich auch einen, ja, riesigen Vorwand. Also wir können völlig ohne Probleme die Sachen hier rausnehmen, weil ihr hattet irgendwie geschrieben, die Stromkrise überwinden. Wir haben ja eigentlich keine Stromkrise. Das, was wir nur haben, ist ein Problem, unsere Raketen hier vernünftig anzutreiben. Und ja, das ist so das, was ich, eigentlich bin ich ja selber schuld, weil ich diese Sachen immer viel zu lange rauszögere. Wir haben dann hier ja durchaus noch ein bisschen Öl. Hier ist was. Wir haben hier links auch noch ein Feld, wo durchaus noch ein bisschen was drin ist, wo man dann schon noch Petroleum gewinnen könnte, um ein paar Flüge mit der Rakete hier zu machen. Das ist jetzt nicht so, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist. Dann eine andere Sache, ihr hattet nach einem Schwefelvulkan gefragt oder wie auch immer der genau heißt, Schwefelgeysir, ich weiß es nicht. Ich habe gerade extra nochmal alle durchgeguckt, also auf den Asteroiden, die wir bislang gefunden haben, gibt es das nicht. Da ist bislang keiner, wir haben ja noch einen nicht entdeckt. Vielleicht haben wir da Glück, aber ja, bislang ist es noch nicht dabei. So, was haben wir noch? Genau, dann diese Pflanzen hier, das hatte ich sowieso schon ein bisschen länger auf dem Schirm, die hier auszubuddeln. Weil wenn wir hier das verbleibende Schwefel dann ausgraben, wäre es natürlich blöd, wenn das an den Pflanzen verwendet wird. Braucht man sich nichts vormachen. Dass die Dornenblüten nicht wachsen, kommt daher, weil ich hier den Tank ausgestellt habe, um nicht auch noch das letzte Wasser da zu verwenden. Hier sehen wir auch schon, da ist kaum noch Wasser drin. Was größtenteils daran liegt, dass der Verbrauch an verschmutztem Wasser hier echt überschaubar ist. Das sind im Grunde ja nur diese Pflanzen. Okay, die sind temperaturtechnisch stabil, allerdings auch an der Grenze nach unten hin, dass es zu kühl werden könnte, okay. Ja, aber an der Grenze nach unten heißt ja, dass es noch passt. Okay, ja, vielleicht müsste ich mir hier für das Wasser eine Alternative überlegen, dass wir auch das verschmutzte Wasser hier reinigen und dann nutzen könnten. Ja, eigentlich spricht da nicht viel gegen, aber obwohl jetzt bin ich gerade bei dem Gedanken, dann können wir es machen. Bevor wir wieder mit einem anderen Thema anfangen.
Tim, Tim, Tim. Wie machen wir es? Indem wir vielleicht in der Ebene hier drunter. Vom Platz her wird es hier passen. Ja, machen wir das mal. Obwohl, ne, eigentlich wäre es noch schlauer hier, weil hier haben wir schon einen anderen Flüssigkeitsfilter. Dann können wir hier nochmal was installieren, um das Ganze automatisch mit Sand zu versorgen. Macht es vielleicht Sinn, die beiden nebeneinander zu bauen. Stromtechnisch gehen wir da auch mal mit ran. Ach, Krillo. So. Jetzt passt es genau. Dann brauchen wir diesen Filter hier eigentlich nicht mehr. Dann könnten wir es nämlich so machen, dass wir einmal das auch noch dort anschließen und von hier weggehen nach hier oben. Dann wird nämlich verschmutztes Wasser weiterhin dorthin fließen und es wird hierhin fließen, da durchgehen. Und wenn es verschmutztes Wasser ist, wird es gereinigt. Wenn es das nicht ist, geht es hier nach oben. Genau, muss aber dann noch eine Sache korrigieren, die ich jetzt gerade falsch gedacht habe, weil der Filter muss natürlich doch da bleiben, weil hierher sollte ja eigentlich kein sauberes Wasser kommen, weil das können wir hier nicht verarbeiten. Also weiterhin nur verschmutztes Wasser nach hier durchlassen, aber wir könnten dann diesen Bereich trotzdem mit dem Wasser hier verarbeiten. Okay, machen wir das mal eben alles auf 8 und dann schauen wir uns gleich an, ob das funktioniert. So, wir haben die CO2-Leitung hier entfernt, dann müssen wir das hier nochmal eben anschließen wieder, dass das funktionieren kann. Und genau, jetzt kommen auch hier die ersten Gase schon wieder durch, wunderbar. Dann wollte ich hier grundsätzlich die Pumpen nochmal umbauen, aber bevor wir das machen, schauen wir uns das mal eben an. Weil wir haben ja eigentlich den gesamten Bereich hier mit Sauerstoff gefüllt. Also dass hier überhaupt nochmal irgendwas Fremdes weggepumpt wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Da würde ich fast dazu übergehen, hier nochmal was zu ändern an diesem Raum. Nämlich wir verlegen diesen Auslauf nach hier unten. Stopp das Overlay. Schließen das Rohr dann nach dort an. Und dann würde ich nämlich hier oben luftdurchlässige Ziegel einbauen. So, dann kann man nämlich auf dieser Höhe alles abpumpen, aber machen das nur mit der einen Pumpe und die andere, die hier quasi sowieso nur Sauerstoff die ganze Zeit wegpumpt, nehmen wir aus diesem System hier raus. Das. So, den Auslauf jetzt zerlegen natürlich noch. Und dann haben wir hier gleich trotzdem genügend Wasser drin, dass wir mit der Pumpe was holen können. Es wird hier oben nicht überfluten und wir können Gase von hier auch dort abpumpen. So, dann müsste ich vielleicht hier unten nochmal was einbauen. Ja, dann machen wir auch. Allerdings was sehr Simples. Achso, vielleicht eine Sache kurz zwischendurch. Eben nicht, dass ihr denkt, dass ich das Thema jetzt völlig außen vor habe. Zum einen müsste ich hier warten, bis wir hier den CO2-Druck weiter gesenkt haben. Das ist bald fertig. Das war zu Beginn der Aufnahme bei irgendwie 40 Kilogramm. Das ist also schon um 10 Kilogramm gesunken. Und hier müssen wir natürlich auch warten, bis wir da ein bisschen weiter aufgetankt sind.
das, also das Ding hier wollte ich, stimmt, das habe ich vor der Aufnahme schon gesehen. Das muss ich mal eben neu bauen aus dem anderen Material. Weil Blei hier natürlich ständig überhitzt. Und solange hier wenig Gas ankommt, wird alles andere auf Dauer auch überhitzen. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, hier wollte ich eine kleine Gaspumpe, eine Mini-Gaspumpe hinbauen. Und zwar nach dort. Dann machen wir hier einen Gaselementsensor hin. Packen wir den mal nach dort. So, und den stellen wir so ein, wenn wir da CO2 haben, dann möge sich bitte die Pumpe einstellen. Jetzt war eigentlich blöd, dass ich hier oben die Leitung zerlegt habe, weil jetzt bauen wir eine neue, aber so weit war mein Gedankenspiel gerade noch nicht fortgeschritten, als dass ich das hätte wissen können. Ein bisschen Strom. Der braucht keinen Strom, ne? So, Kohlendioxid. Macht das jetzt auch mal unabhängig vom Druck, der hier vorherrscht. Die pumpt sowieso nicht so viel und ja, wir haben eigentlich genug Sauerstoff auf dem ganzen Asteroiden, dass das schnell genug nachrücken kann. Das sollte also so funktionieren. Da mich das selber inzwischen triggert, dass das Ding hier die ganze Zeit läuft, nehmen wir uns da zwischendurch mal was raus. So, Transport. Förderschienenbelader. Bauen wir den mal aus Stahl, dann haben wir die meisten Reserven. Okay, der Tank ist voll. Ach, jetzt wird auch gerade was abgeschossen. Ah ne, wird gereinigt, okay. Ah, und jetzt wird was abgefeuert. Okay, da wird nochmal geölt vorm Schuss und dann geht's ab. Da sind sie unterwegs. Moment, Jukila? Nee, nach Vatian. Okay, ich dachte schon. Sieht nämlich so aus, als ob die in die Richtung fliegen, ne? Auf dem Flug zu Vatian. Okay, dann habe ich nichts gesagt. So, ist hier schon was angekommen? Oh ja, tatsächlich. Das weiß ich natürlich nicht. Ach doch, ich weiß doch, was drin ist. 200 Kilogramm Kupfer. Okay, wir haben also jetzt schon genügend Kupfer hier, dass wir damit auskommen könnten für das, was wir vorhaben. Schön, schön. Aber bringen wir ruhig noch ein bisschen mehr, dass wir darüber schießen. Habe ich ein bisschen den Faden verloren. Da stellen wir wieder Kupfer ein. Ihr hattet übrigens recht, wo wir gerade bei diesen Einstellungen sind. Das Barbecue ist genau hier gelandet und nicht auf dem anderen Asteroiden. Also bei den Käfern, weil ich den hier auch noch recht hoch eingestellt habe. So, wie läuft da überhaupt die Essensproduktion? Langsam, aber stehe. Aber wir sind schon wieder bei 0 Kalorien. Okay, das heißt, bevor wir wieder eine Verhungernmeldung kriegen, suche ich mir noch mal ein bisschen was raus, was wir rüberschicken können. Machen wir das mal. Eigentlich können wir diese kleinen Mengen hier auch rüberschicken, die Reste. Das sind nochmal 8000 Kalorien und danach sollte eigentlich alles fertig sein. So, ein weiteres Thema, das wir haben. Stopp, falscher Raum. Hier, da wollte ich hin. Das hier muss natürlich jetzt auch mal fertig gemacht werden. Die Flüssigkeit ist hier weitestgehend rausgeflossen. Ich würde mal hergehen und hier den Rest aufwischen. Dass das Phosphor da noch rausfließen kann. Und wir haben ja inzwischen hier den Zugang. Das heißt, wir könnten es
hier oben dicht machen und wir können es auch eigentlich da dicht machen. Dann können wir nämlich anfangen, ne, hier jetzt schon ein Vakuum zu pumpen, macht erst Sinn, wenn wir auch das hier fertig haben. Oh, stopp. Das Wasser muss hier natürlich noch wieder weggewischt werden. Wir machen es anders, wir wischen hier einfach alles auf. So, und dann mache ich jetzt etwas wahrscheinlich ziemlich Blödes, aber wir bauen hier einen Flaschenentleerer hin. Ach, das wird schon alles von alleine weggebracht. Ne, das Phosphor nicht. Das Rohöl denn? Ne, auch nicht. Wahrscheinlich nur das Wasser. So, weil es jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich total unsinnig, ich weiß, aber ich will die Sachen hier, stopp, ich wollte das aber so einstellen, dass das nur beim Aufräumen gemacht wird. Und dann geben wir hier nochmal einen Aufräumbefehl für die Flüssigkeiten plus das, was da sonst noch so rumliegt. Das gleiche gilt hier. Okay, es wird trotzdem woanders. Achso, das Rohöl wird wahrscheinlich hierher gebracht, ne? Ja. Stimmt, macht ja auch viel mehr Sinn. Dafür haben wir das mal gebaut. Kriegen wir hier? Ja, kriegen wir. Die Flüssigkeiten aufgewischt, damit wir die Fremdflüssigkeiten daraus bekommen. Gehen wir der Reihe nochmal eben nach. Ich müsste im Grunde das hier mal trennen, weil da kommen die Fremdflüssigkeiten her. Hier unten kann nichts herkommen. Wobei, hier ist auch Wasser. So viel dazu, ne? So, dann fällt mir gerade noch eine Geschichte wieder ein. Ich hatte hier ja schon mal den Raum für die Slickster gebaut. Das Problem ist nur, weil ihr hattet ja auch daher geschrieben und ihr habt nicht Unrecht, wir können das CO2 ja benutzen, um zumindest ein bisschen Rohöl herzustellen. Es gibt keine normalen Slickster, aber das Einzige, was ich gefunden habe, ist hier der Langhaar-Slickster. Und bei denen ist es, wenn ich mich nicht täusche, so, weil ein Langhaar-Slickster, Ei wird zwischen 20 und 60 Grad gelegt, ein Schmelz-Slickster zwischen 100 und 250, was ja für uns eigentlich das Beste wäre, weil dann haben wir direkt Petroleum und kein Rohöl. Und eine normale Slickster-Ei steht nicht dabei, aber ich vermute, dass das dann, weil das geht bis 60 und das hier ist ab 100, dass zwischen 60 und 100 Grad dann eine normale Slickster-Ei gelegt wird. Bei diesem Langhaar-Slickster ist es jetzt aber so, oder nicht bei diesem, sondern bei allen, dass die nur bis 90 Grad überleben. Das heißt, ich muss einen Bereich finden, wo es von den Temperaturen passt. Glücklicherweise ist das hier oben so. Also würde ich eigentlich sagen, wir könnten diesen Langhaar-Slickster einfangen und bringen den hierher, um eben genau das Thema dann mal anzugehen. Dann werden wir erst einen normalen Slickster bekommen und ja, haben dann dafür eine gute Lösung. Wir müssen nur irgendwo hierher und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, das von dieser Seite zu machen. Obwohl, ja doch, ist es vielleicht schon, wenn wir es von hier oben aus machen, dann könnten wir nämlich, stopp, hier muss ich her, eine Tierfalle bauen, dann, wenn wir von hier oben aus rankommen, da ist es nicht so warm, dass dem vielleicht direkt, ja, ist ein bisschen zu heiß wird, weil hier oben 96, 97 Grad und dann hier gerade rüber graben, wäre vielleicht nicht die beste Idee gewesen. So sollte es aber klappen. Ah, da liegt auch sogar schon ein neues Langhaar-Slickster-Ei. Dann könnten wir auch das hierher bringen lassen. Damit nicht die Gefahr, damit wir nicht Gefahr laufen, dass ich das Ei vergesse, machen wir das mal so. Interessant. Phosphor hat sich jetzt so weit abgekühlt.
Warum werden denn die Fläschchen hier? Ich hatte da doch auch einen Aufräumbefehl drauf gegeben, oder? Nee, habe ich nicht. Ah. Jetzt aber. Okay. So, dann bauen wir hier schon mal die Pumpen rein, um hier ein Vakuum zu erzeugen. Da steht Flüssigkeit, da gehen wir lieber noch ein Feld höher. So. Okay. Nee, das müssen wir noch kurz auflassen für die restlichen beiden Fläschchen. Jut, jut, jut. So, das haben wir noch nicht ganz. Welche Themen? Das Problem ist, ich springe gerade so viel selber hin und her, dass ich unfassbar viele Sachen selber wieder vergesse. Das hier können wir einmal schauen, das funktioniert. Entfernt hier auch unser CO2. Die hätte jetzt natürlich nicht so den riesen Durchsatz mit 50 Gramm, aber was anderes wäre hier vom Platz nicht so ganz gut. Also, ja, okay, ich hätte hier Ziegel umbauen können, aber egal, soll die pumpen. Dafür braucht sie ja auch nicht ganz so viel Strom. Okay, 60 Watt ist im Vergleich zu dem, was sie abpumpt, dann doch recht viel, aber ist egal. Ah, das sorgt dann ja, stimmt, sorgt auch vor allen Dingen hier oben für den kontinuierlichen Fluss für die Kühlung. Also zumindest für die da oben. Dann machen wir es anders, dann stellen wir das mal auf 50 Gramm. Ich weiß, dass. Ne, das hilft mir ja jetzt nichts, weil das genau 50 Gramm sind. Stellen wir es vorübergehend mal auf 25, dann kriegen beide ein bisschen ab. Besser als nichts. Warum wird hier kein Kupfer geliefert? Ach, manuelle Bedienung nicht aktiviert. So, Strahlung ist hier momentan bei. Oh. Es wird langsam. So, hilft das der Kühlung? Wird es kälter? Ja. Ja. Selbst 25 Gramm helfen. An der Seite nicht so. Vielleicht den Auslass nach da. Also nach hier in die Mitte packen und hier genauso. Das testen wir mal hier unten. Den da zerlegen. Ja, eigentlich logisch. Hier wird es die Kühlleistung ein bisschen reduzieren, hier verbessern, aber da können wir so ausprobieren, ob das dann für das reicht, was wir machen. So. Ich müsste rein theoretisch noch ein anderes Thema direkt auch aufmachen, aber ich will mir nicht noch eine Baustelle anlachen. Da warte ich lieber noch ein, zwei Folgen mit. Und zwar, nee, eigentlich ein, zwei Folgen. Ich denke, dass wir in der nächsten das Thema machen werden, die Rakete hier umbauen. Wir können schon mal die Dinger, die wir nicht brauchen, zerlegen. Ein Artefakt-Transportmodul brauchen wir auch nicht für das, was wir machen. Wir brauchen den Bohrkegel dafür nicht. Und ja. Können das Ganze dann anderweitig angehen. So, temperaturtechnisch. Hier sinkt es trotzdem weiter, sehr gut. Und hier sinkt es jetzt auch. Na, das ist doch gut. Ist nur die Frage, ob sich das hier so. Also sogar hier sinkt es jetzt vermutlich, weil von hier. Ja, dann lassen wir es erstmal so. Es sinkt ja jetzt an allen Stellen, wo es notwendig ist. Schön, schön. Habe ich irgendwas
Ah ja, das hier, wie weit sind wir hier? Ah, 3 Kilogramm, ja perfekt. Das ist doch ein Wert, mit dem ich leben kann. Ich stelle das mal trotzdem noch anders ein, dass dann noch mehr abgepumpt werden kann. Und jetzt öffnen wir mal die Tür und dann schalten wir hier alle Petroleumgeneratoren aus. So, perfekt. Jetzt können wir die Tür auch direkt wieder schließen, dass da nicht noch mehr CO2. Ich meine, das war jetzt Pillepalle, aber das haben wir zumindest. Jetzt haben wir hier Sauerstoff mit drin. Ist egal, da wird sowieso kaum noch was mal wieder gepumpt werden. Jetzt könnten wir, und das werden wir auch mal machen, hier unten wieder. Sorry, ein Aufstoßerchen hier Rohöl rauslassen. Eigentlich könnten wir das direkt auch alles wegnehmen. Und da die Leiter nach dort bauen. Dann können wir das nämlich auch noch rausnehmen. Dann kann das Rohöl hier auch noch abfließen. Bauen wir die Leiter gleich bis da. Dann können wir hier auch noch auf die Höhe dann abtragen. Plus da ist noch ein bisschen was. Jetzt müssen wir dann auch ziemlich alles mitnehmen, was wir hier so kriegen können. Ne? Hier wäre noch was. Dafür müssten wir die Pumpe versetzen. Das hier stelle ich mal hoch in der Priorität. Hier stellen wir ein Langhaar-Slickster. Ich stelle auch mal die anderen Slickster. Obwohl, nee. Ich wollte das ja jetzt hier. Obwohl, doch, können wir machen. Wir stellen das erstmal. Nee, das macht keinen Sinn. Wir stellen es so ein, wie es jetzt eingestellt ist und lassen es so. Das hier bringen wir weg. Und hierfür ist ja jetzt dadurch, dass ich schätze mal noch sogar noch höher. Dann müsste das ja jetzt gleich weggebracht werden. Ich hoffe, da kommt gleich jemand. Mr. Bob, aktueller Auftrag. Na, perfekt. Hoffen wir nicht, dass der sich bis dahin befreit hat. Da kommt er, glaube ich, schon. Oder kommt, um das Ei aufzuholen. Einer von beiden ist Mr. Bob. Na, das ist Mr. Bob, okay. Interessant, von wo er den Langhaar-Slickster aufnehmen konnte, oder? Das war jetzt durch. Ah, Mensch, beide in den Feierabend. Ach, das ist ja jetzt blöd. Das Langhaar-Slickster-Ei räumen wir auf. Jetzt ist genau das passiert, was ich vermeiden wollte. Der ist in der Umgebung, wo es ihm alles andere als gut geht. Ich hoffe, das kriegen wir schnell genug hin. Ach komm, wir haben so wenig Stress. Da können wir mal ein bisschen Alarm machen. Kümmert euch um die Sache. Wenn wir schon eine Alarmstufe einstellen, dann können wir auch die Sachen alle hochstellen. Ne? Da hat jemand eine Sauerei gemacht, ja gut. Ah. So, probieren wir das nochmal dicht zu machen und wir schauen uns hier unten noch mal an, was hier passiert. Noch nix. Na, jetzt geht's los. Erstmal das Ei geholt, die unwichtigste Aufgabe zuerst, na klar. Eieieiei, das wird nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das, wenn er 90 Grad erreicht, instant passieren wird oder.
Ach, und die Tierfalle, ne, die ist da. Müssen wir jetzt mal hoffen, dass der da direkt, na, vielleicht geht sich das doch noch aus. Lauf doch in die andere Richtung. Weiter, weiter, weiter. Ah, die Richtung, ja, sehr gut. So, und jetzt bitte schnell diese Falle entleeren. Ja. Ich habe es versucht. Gott sei Dank haben wir dieses eine Ei hier. Das ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Oder wir kriegen mal was aus dem Biodrucker. Anderes Slickster. Sei denn, ich habe irgendwo einen übersehen. Gibt's nicht mehr. Ja, dann können wir auch Alarmstufe Rot jetzt ausschalten. Das sind immer so Sachen, die mich echt ärgern. Das wisst ihr ja inzwischen. Ergänze ich das Ganze zu Beginn erst nochmal mit einer großen Pumpe? Ja. Machen wir. So, und Strom. Alle Bauaufträge auf 8. So, dann seien wir nochmal, da wir jetzt zum Ende der heutigen Folge wieder kommen, der Hinweis gestattet auf den Stream am morgigen Sonntag. Würde mich sehr freuen, wie immer, wenn ihr dabei seid. 14 Uhr geht's los. Wir spielen die Challenge 4 weiter. Der blinde Krillo auf der Suche nach Artefakten. Ich werde mir noch so einen kleinen Plan zurechtlegen. Ich habe ja jetzt ein bisschen was von der Karte gesehen. Also werde nicht ganz so planlos sein wie beim letzten Mal, aber ja, es wird auf jeden Fall wieder spannend, glaube ich. Also, ne, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen. Tschüss.